Es ist jetzt dran, Felix Güntling, und er wird uns das MOTUS-Projekt vorstellen. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier MOTUS Projekt vorzustellen. MOTUS ist eine Open Source Mobilitätsplattform. Und hier auf der ersten Folie sehen wir schon direkt die Live-Karte, die von MOTUS bereitgestellt wird. Das heißt, wir haben im Prinzip die Möglichkeit, die Live-Position von allen Fahrten im öffentlichen Verkehr hier auf der Karte darzustellen. Was ist MOTUS genau? MOTUS ist modular aufgebaut. Wir haben im Kern einen zeitabhängigen Fahrplangrafen, auf dem wir dann eine hochperformante multikriterielle intermodale Echtzeitreiseplanung aufbauen können. Wichtig ist, dass die Optimalität der Ergebnisse mathematisch garantiert ist. Und um das Ganze auch Nutzern dann wirklich zur Verfügung stellen zu können, gibt es weitere Module, wie zum Beispiel die Autovervollständigung von Adressen und Haltestellen. MOTUS hat einen eigenen Teilserver eingebaut, um das alles möglichst einfach zu machen. Und wir haben auch eine App und eine Web-UI, mit der man dann das Backend ansprechen kann. Warum sollte man das benutzen? Mit MOTUS bietet man seinen Kunden eine hochperformante Best-in-Class-Reiseplanung mit Echtzeitdaten. Das heißt, wir können Ausfälle, Verspätungen und sowas alles berücksichtigen, basierend auf GTFS und GTFS-RT. Und die Algorithmen, die wir verwenden, sind State of the Art. Das heißt, sie kommen direkt aus der Forschung und sind so schnell, wie man es halt machen kann. Die Algorithmen und Datenstrukturen sind skalierbar und wir können mit extrem großen Netzen und Datenvolumen umgehen. Zudem ist MOTUS dann durch die modulare Struktur sehr gut erweiterbar und flexibel anpassbar. Und durch die Lizenz ist es auch nicht unbedingt nötig, dass diese Anpassungen dann quelloffen sind. Wenn man quasi sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil einholen will, dann kann man das auch privat machen. MOTUS gibt es nicht erst seit gestern. MOTUS ist in einer langen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bahn und der TU Darmstadt entstanden, die 1996 begann. Ganz am Anfang ging es nur darum, wie man quasi effizient Datenstrukturen in Fahrplänen, also Fahrpläne in Datenstrukturen abbilden kann. Das Ganze ging dann weiter in Richtung multikriterielle Fahrplanauskunft, Echtzeitfahrplanauskunft. Und später dann auch in die Richtung intermodal. Das heißt, wir können Verbindungen von Tür zu Tür berechnen. Und das Ganze ist auch seit 2020 Open Source. Wie schon gesagt, dahinter steckt im Prinzip primär die TU Darmstadt. Aktuell arbeiten daran drei wissenschaftliche Mitarbeiter, wissenschaftliche Hilfskräfte. Und da ist auch schon sehr viel Arbeit in Form von Abschlussarbeiten und Praktika von Studentinnen reingewandert. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über die konkreten Forschungsthemen sprechen. Multikriterielle Verbindungssuche, was heißt das eigentlich? Prinzipiell gibt es immer das Problem, dass jeder Kunde, jede Kundin quasi ein anderes Profil hat, andere Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse kennen wir nicht und die können die Kundinnen dann auch nicht zwingend in Zahlen ausdrücken. Das heißt, dafür haben wir im Prinzip die Lösung entwickelt, die alle möglichen Trade-offs zu berechnen. Das heißt, wir haben eine multikriterielle Verbindungssuche. Und hier sieht man kurz als Beispiel, bei diesen drei Verbindungen ist es sinnvoll, alle drei auszugeben und nicht nur eine davon. Das heißt, quasi eine gewichtete Summe oder quasi einfach nur nach Reisezeit zu sortieren und die erste davon auszugeben, ist nicht ausreichend. Deswegen haben wir einen multikriteriellen Ansatz im Hintergrund. Das Ganze lässt sich dann auch dynamisch erweitern. Wir könnten zum Beispiel auch Attribute wie Preis oder Umweltverträglichkeit oder die Schlafzeit in einem Nachtzug optimieren. Ein weiteres Thema, wo auch wieder das Thema multikriteriell bei uns reinspielt, ist das personalisierte Routing für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Hier forschen wir gerade im Open Next Projekt zum Thema einer integrierten Verbindungssuche, wo die Ergebnisse dann barrierefreie Verbindungen sind, basierend auf dem Profil der jeweiligen Person, die die Anfrage gestellt hat. Zum Open Next Projekt gibt es auf dieser Konferenz noch zwei weitere Vorträge, die im Programm gefunden werden können. Genau. Ein weiteres Thema ist auch die Unterstützung von Dynamic Ride Sharing. Das können wir aktuell noch nicht in der Open Source Version. Wir haben aber vor, das zu überführen. Unsere Forschungsergebnisse in die Open Source Version einzupflegen.
Ob Dynamic Ride Sharing ist im Prinzip die Einbindung von Mitfahrangeboten in die Auskunft. Das heißt, wir könnten in Kombination von dem öffentlichen Verkehr und Mitnahmeangeboten optimale Verbindungen berechnen. Und Dynamic Ride Sharing heißt, dass wir im Prinzip nicht nur die Mitfahrt von Start des Fahrers zum Ziel des Fahrers anbieten können, sondern auch im Prinzip auf Teilstrecken und auch auf Umwegen, solange der Umweg überschaubar ist, wie man hier sieht. Genau. Dieses Umwegsmodell basiert darauf, dass der Fahrer oder die Fahrerin ein wirtschaftliches Modell hinterlegt hat. Das heißt, wenn die Kosten, die er einnimmt, den Preis, den er einnimmt, seine eigenen Kosten übersteigt, dann ist es für ihn wirtschaftlich und dann wird diese Fahrt in unserem System angeboten. Hier sehen wir auf der Karte ein Beispiel von Heidelberg nach Stuttgart und wir sehen, dass wir auf der größeren Karte hier sehr, sehr viele Haltestellen haben, von wo nach wo die Mitnahme möglich wäre. Und daraus kann man, denke ich, sehr gut ableiten, dass dieses Problem algorithmisch sehr herausfordernd ist. Und wir sind sehr froh, dass wir dafür eine Lösung gefunden haben, die wir dann demnächst in der Open-Source-Version anbieten können. Ein weiteres Problem bei der intermodalen Verbindungssuche ist, wenn man quasi Individualverkehr, das heißt, mein Privat-Pkw mit ÖV kombiniert, dann hat man häufig das Problem, dass man, wenn man wieder zurückkommen will, zwei Suchanfragen machen muss, wo aber im Prinzip nicht garantiert ist, dass der Parkplatz auf dem Hinweg auch auf dem Rückweg wieder erreichbar ist. Das heißt, hierfür haben wir eine integrierte Verbindungssuche entwickelt, die Hin- und Rückweg integriert zusammen optimiert. Und dann ist sichergestellt, dass der Parkplatz auf dem Hinweg und auf dem Rückweg derselbe ist und die insgesamt Verbindung dann optimal. Hier sieht man dann, dass man zum Beispiel auch von einem Parkplatz aus zu einer Station starten kann, über eine andere Station dann zum Ziel kommt. Also wir haben jetzt quasi hier auf der X-Achse die Zeit. Und wenn man wieder zurückkommt, kann es sein, dass man über eine andere Station wieder zum selben Parkplatz kommt, wenn die auch nahe zu diesem Parkplatz gelegen ist und dann wieder zurück zum Start. Wie anfangs erwähnt, ist MOTIS mehr als nur eine intermodale Verbindungssuche. Das heißt, wir haben im Prinzip nicht nur die Suche, sondern auch Nutzeroberflächen. Wir haben einen Teilserver im Hintergrund, der das Ganze sehr einfach macht, das zu deployen. Wir haben eine Android-App, die sehr einfach zu bedienen ist und auch eine Web-Anwendung. Wie man hier sieht, sind hier auch schon die Verspätungen sichtbar. Das heißt, hier sieht man auch direkt, dass das System dann die Echtzeitinformationen verarbeiten kann. Als Roadmap haben wir im Prinzip vor, als nächstes Free-Float Bike-Sharing und stationsbasiertes Bike-Sharing mithilfe von GBFS einzubinden. Wir haben vor, das Echtzeit-Routing genauso performant zu machen wie das Routing auf Fahrplandaten. Aktuell haben wir da verschiedene Algorithmen integriert. Es gibt zum Beispiel den Multi-Criteria Dijkstra, der basiert direkt auf dem zeitabhängigen Datenmodell im Kern. Der ist auch echtzeitfähig und dann, das ist im Prinzip aber leider der langsamste Algorithmus, den wir aktuell haben. Wir haben andere Algorithmen wie den Trip-Based-Algorithmus, den CSA-Algorithmus und den Raptor-Algorithmus. Die sind alle schneller als der Multi-Criteria Dijkstra. Das heißt, der nächste Schritt wäre quasi, diese Algorithmen auch echtzeitfähig zu machen und damit dann quasi die Performance von der statischen Auskunft auch in der dynamischen Auskunft zu haben. Wir wollen ein effizienteres In-Memory-Datenmodell für den Ganzjahresfahrplan haben, was dann quasi die Fahrplandaten komprimiert. Und wir verwenden aktuell im Hintergrund OSRM für das Straßenrouting auf den OpenStreetMap-Straßendaten und per PEDIS-Routing für die mobilitätseingeschränkte Verbindungssuche für Fußgänger auf OpenStreetMap-Daten. Und wir wollen für diese beiden als Valhalla als Alternative integrieren, sodass wir quasi dadurch den Rahmenbedarf deutlich reduzieren.
Also insgesamt ist das Ziel, dass wir eine Auskunft europaweit mit MOTIS anbieten können, mit einem überschaubaren Server. Genau, des Weiteren wollen wir auf jeden Fall auch die Forschungsergebnisse aus der Open-Source-Version integrieren in die, aus der Forschung in die Open-Source-Version integrieren. Dazu gehört das Ride-Sharing, das integrierte Park-and-Ride-Roundtrip-Routing und die Verbindungsüberwachung und Reisebegleitung, die wir auch entwickelt haben. Das heißt, wir können im Prinzip Millionen von Verbindungen im Hintergrund tracken und sofort Alarm schlagen, wenn diese Verbindungen von Problemen betroffen sind, zum Beispiel Verspätungen oder Ausfällen oder Gleisänderungen, und diese quasi dann sofort zum Client pushen. Des Weiteren wollen wir auch noch weitere Standards unterstützen. Wir unterstützen aktuell GTFS, GTFS-RT, die HFS-Rohdaten, und dazu soll dann demnächst noch NETEX kommen und eventuell als Abfrageschnittstelle dann auch andere Abfrageschnittstellen wie Open Journey Planner oder Open Trip Planner kompatible APIs. Da ich noch Zeit habe, erzähle ich noch ein bisschen was zu dem Ansatz, wie MOTIS quasi die Verbindungen findet. Wir sehen hier quasi Start und Ziel. Links ist Start, rechts ist das Ziel. Wir haben quasi in der Anfrage spezifiziert, wie weit die Nutzerin dann quasi mit den jeweiligen Verkehrsmitteln fahren würde. Hier sehen wir dann quasi den Laufradius, den Fahrradradius und den Autoradius. Es könnten aber auch noch andere Verkehrsmittel dazukommen, wie zum Beispiel E-Scooter oder Bike-Sharing. Und wir sehen hier auch quasi gestrichelt die Verbindung mit dem öffentlichen Verkehr. Das heißt, wir wollen quasi immer von Start zu den Haltestellenrouten. Wir können auch im Prinzip mit den jeweiligen Verkehrsmitteln natürlich von Start zu Zielrouten. Das wäre dann halt quasi unimodal, nicht intermodal. Genau, und wenn wir diese Möglichkeiten gefunden haben, vom Start aus zu den jeweiligen Haltestellen mit den jeweiligen Verkehrsmitteln, machen wir das Gleiche auch noch für das Ziel. Fürs Ziel ist es quasi rückwärts, das heißt, wir haben hier eine N-zu-1-Suche, beim Start war es eine 1-zu-N-Suche. Und im Prinzip wandeln wir diese Möglichkeiten in Kanten um, die wir dann in dem jeweiligen Routing-Algorithmus dynamisch einpflegen. Und dann können wir quasi in dem Routing-Algorithmus, in dem neuen erweiterten Datenmodell, das jetzt auch diese Kanten enthält, eine Suche von Start zu Ziel machen. Und das Ganze stecken wir dann quasi in unseren TripBase, Traptor, CSA oder Multi-Criteria Dijkstra und finden dann garantiert optimale Verbindungen aufgrund dessen, dass die Ansätze, die wir hier gewählt haben, quasi die algorithmische Optimalität garantieren können. Genau. Zusammenfassend kann man sagen, MOTIS Project kann aktuell schon eine integrierte Gesamtoptimierung der Reisekette. Das heißt, wir können Verkehrsmittel übergreifend, hochperformant von Tür zu Tür suchen und dabei auch Echtzeitinformationen berücksichtigen, wie Gleisänderungen oder Ausfälle, Verspätungen, Umleitungen, Zusatzzüge. Und das Ganze basiert auf unserem hochperformanten Routing-Kern und ist mathematisch garantiert, dass wir da die optimalen Verbindungen finden. Das Ganze ist multikriteriell, das heißt, wir können mindestens Reisezeit und die Anzahl Umstiege berücksichtigen, aber auch das Modell wäre erweiterbar um weitere Kriterien wie zum Beispiel Umweltbelastung oder Preis oder Schlafzeit im Nachtzug. Hier unten habe ich noch die URLs aufgelistet, das Ganze ist Open Source und falls jemand das ausprobiert, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn es dazu Feedback gibt. Wir sind aktuell noch sehr am Anfang des Projektes, erst seit 2020 Open Source, und falls jemand da Lücken in der Dokumentation findet oder andere Probleme hat, bin ich da gerne bereit, Hilfeleistung zu geben und die Dokumentation natürlich dann entsprechend zu erweitern. Genau, das war es von meiner Seite. Vielen Dank, Felix, für den spannenden Vortrag.
Wir haben ja einige Fragen aus dem Publikum. Gehen wir einfach mal durch. Es ist ja jetzt mehrfach schon von dir angesprochen worden, das Thema garantierte Optimalität. Gilt das auch für Dynamic Rideshare? Genau, also im Prinzip gilt das innerhalb dessen, wie wir das definiert haben. Also wir haben ja im Prinzip dieses Fahrermodell definiert, was eine gewisse Wirtschaftlichkeit annimmt. Das heißt, der Fahrer oder die Fahrerin würde jetzt nicht unnötig irgendwie Umwege machen, die für ihn oder sie dann nicht wirtschaftlich sind. Und wir haben im Prinzip immer als Preprocessing, dass wir quasi dass wir die Fahrten über das Netz der öffentlichen Verkehrsstationen mappen. Das heißt, in dem Moment, wo die Stationen im öffentlichen Verkehr keine entsprechende Dichte vorweisen, müssten wir quasi virtuelle Stationen hinzufügen, um dann die Optimalität weiterhin garantieren zu können. Aber innerhalb dieser Definition haben wir die Optimalität garantiert, ja. Okay. Bei der Suche habt ihr verschiedene Parameter, die man nutzen kann. Wie hoch ist denn die maximale Anzahl der Parameter in der Suche? Die Anzahl der Parameter in der Suche, also sprechen wir jetzt über Parameter wie weit möchte ich am Anfang laufen oder, also wir haben im Prinzip, können wir optimieren solche, also können wir für jedes Verkehrsmittel quasi Parameter, wie weit bin ich maximal oder wie lange bin ich maximal bereit, dieses Verkehrsmittel zu berücksichtigen, also zu benutzen am Start und am Ziel, das heißt das Ganze schon mal zwei. Und wenn man jetzt quasi als nicht mobilitätseingeschränkte Person routet, dann war es das im Prinzip auch schon. Wenn man als mobilitätseingeschränkte Person routet, dann kommt natürlich da noch sehr, sehr viel dazu, abhängig von dem, also von dem Profil der Mobilitätseinschränkung. Also da kann man im Prinzip dann für jedes Attribut in der OpenStreetMap sagen, was da quasi der Widerstand im Routing sein soll, was dann quasi multikriteriell einfließt. Also wir haben im Prinzip den Ansatz, dass wir jetzt nicht nur quasi harte Ausschlüsse berücksichtigen wollen, wie zum Beispiel, dass ein Rollstuhlfahrer halt keine Treppen benutzen kann, sondern im Prinzip gibt es halt auch sehr viele Personen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Knieproblem habe, dann würde ich eventuell schon im Notfall noch eine Treppe benutzen. Wenn der Umweg jetzt kilometerlang ist, dann nehme ich lieber die Treppe. Und das ist im Prinzip genau wieder so ein multikriterieller Trade-off, wie der zwischen Anzahl Umstiegen und Reisezeit, sodass wir da quasi dann auch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Also im Prinzip hängt es immer davon ab, mit welchem Profil möchte ich suchen, welchen Reiseanlass habe ich und dann hängt im Prinzip die Anzahl der Parameter, die berücksichtigt werden, dann von solchen Faktoren ab. Mhm. Google Maps bietet ja auch das Routing an. Wie grenzt ihr euch ab von Google Maps oder was könnt ihr besser oder vielleicht auch, was geht nicht so gut bei Motis im Gegensatz zu Google Maps? Ich denke, was zum Beispiel, wo wir aktuell dran arbeiten, was man zum Beispiel an der Roadmap sieht, ist, dass wir gerne zum Beispiel mit Valhalla dann mit wenig RAM größere Flächen abdecken wollen und größere Fahrpläne. Ich denke, Google kann wahrscheinlich die ganze Welt abdecken. Da sind wir noch nicht ganz, aber ich denke, wir können für solche Spezialanwendungsfälle wie zum Beispiel Mobilitätseinschränkungen, wie zum Beispiel das Dynamic Ride Sharing und so weiter, Park-and-Ride, Roundtrip-Routing, das sind alles Themen, die kann Google aktuell nicht, die werden wir aber demnächst in Motis Open Source anbieten können. Genau, ich denke, das sind eher solche Spezialthemen und was Google natürlich nicht hat, ist, dass es nicht Open Source ist, das heißt, ich kann nicht einfach mir das Routing selbst aufsetzen, mit den Daten spielen und dann, also es ist im Prinzip ein kommerzielles Produkt, was Google as a Service anbietet, was aber keinen, also was ich mir selber nicht aufsetzen könnte und wo ich auch keinen Zugriff auf die Daten habe. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen gehen wir noch die anderen Fragen durch am besten. Thema Mitfahrgelegenheiten, gibt es dort Einrichtungen, wo man mitfahren kann, also Haltestellen, Bahnhöfe, Parkplätze, aktueller Standort ist ja aufgelistet in der Frage. Da war gerade irgendwie eine Unterbrechung ganz am Anfang. Ja, ich mach's.
Gelegenheiten? Gibt es dort spezielle Orte, wo man zusteigen kann? Gibt es dort Einschränkungen diesbezüglich? Im Prinzip ist die Mitnahme bei uns aktuell so geregelt, dass wir quasi für verschiedene Abschnitte das Ganze machen. Das heißt, wir haben entweder das am Anfang von dem Startort zu einer Station, von einer Station zu einer Station oder von einer Station zum Ziel. Das heißt, bei Start und Ziel ist es ganz klar, dass wir da, also zumindest ist es bei uns aktuell so gelöst, dass wir da quasi keinen Übergabeort haben, sondern dass wir quasi die Koordinate, die von in der Anfrage drin steckt, quasi, das ist dann die, der, auch die Koordinate, an der man mitgenommen wird und abgesetzt wird für das Ziel. Und sonst nehmen wir aktuell Stationen. Wir könnten aber im Prinzip auch, wenn man das jetzt extern spezifiziert, auch diese Stationen ersetzen durch Orte, die quasi speziell zur Übergabe dann besser geeignet sind. Also zum Beispiel Parkplätze, also Park-and-Ride-Parkplätze oder andere Orte, an denen man quasi am besten dann ein- und aussteigen kann. Eine Frage zur Computation Time. Wie schnell rechnet denn der Algorithmus? Hier als Beispiel gebracht eine typische intermodale Route von München nach Berlin. Pi mal Daumen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man genau wissen will. Und also wie gesagt, der eine Punkt ist, unser Echtzeit-Routing ist deutlich langsamer als das, was wir quasi auf statischen Daten können. Das heißt, wenn wir jetzt quasi einfach nur statisch routen, sind wir da so um den Dreh bei jetzt vielleicht einer halben Sekunde, vielleicht sowas. Wenn man jetzt, aber das wäre jetzt quasi so eine On-Trip-Query. Also On-Trip heißt, dass man quasi nur einen Startzeitpunkt berücksichtigt und nicht das ganze Intervall. Wenn man jetzt quasi das auf der Nutzeroberfläche nutzt, dann sucht die Nutzeroberfläche direkt ein ganzes Zeitintervall ab. Und wenn man dann das Intervall groß macht, dann wird natürlich auch die Routingzeit enorm sich steigern. Also pauschal kann man es schwer beantworten, wenn man jetzt quasi einfach so nur sagt, quasi schnellste Route von A nach B mit multikriteriell Reisezeit und Anzahl Umstiege, ist das aktuell im Schnitt so bei 250 bis 500 Millisekunden. Ja. Kommt natürlich dann auch die Hardware an. Ja. Letzte Frage noch. Bei On-Demand-Angeboten werden dort auch Vorbestellungszeiten berücksichtigt? Guter Punkt. Das hatte ich ja in dem Vortrag noch gar nicht erwähnt. On-Demand ist auch ein Thema, wo wir aktuell gerade dran arbeiten in Zusammenarbeit mit Yoki. Und da richten wir uns entsprechend auf die an die Maßgaben, die quasi im Betrieb von Yoki dann relevant sind. Also da kann das, soweit ich das verstanden habe, auch der Anbieter quasi einstellen, kann ich das quasi 2 Wochen im Voraus buchen oder geht es quasi nur eine Stunde im Voraus? Genau, also da richten wir uns einfach danach, was quasi der jeweilige Anbieter dann konfiguriert hat. Sehr schön, dann sind wir mit den Fragen durch. Vielen Dank an dich, Felix, für die Beantwortung der vielen Fragen.